Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und heute mache ich ein kleines Video über diese Bertrand Trekkingnahrung, die ich auch auf meiner letzten Survival Tour im Winter mit hatte und wie die mir gefällt und was man da beachten muss, das erfährst du in diesem Video. Also viel Spaß damit. Bevor ihr aber erfahrt, wie man das Ganze benutzt und ob es aus meiner Sicht überhaupt Sinn macht, sich so etwas zu besorgen, erst einmal die harten Fakten. Jetzt nach den harten Fakten würde natürlich jeden interessieren, wie benutzt man das denn überhaupt? Muss ich das warm machen oder sonst irgendwas? Du kannst es warm machen, wurde mir auch am Telefon gesagt, denn dieses Produkt ist mir tatsächlich zur Verfügung gestellt worden. Aber ich habe es nur kalt probiert, das heißt zu warm kann ich nicht sagen. Und es ist eigentlich super simpel, einfach und hier hinten drauf stehen auch alle Schritte, deshalb werde ich das nicht allzu ausführlich euch zeigen. Aber im Prinzip mache ich mir jetzt erstmal was zu essen. Ja, ich habe heute auch schon wieder einen längeren Tag draußen, vor allen Dingen auch ein bisschen Film und beim Film kriegt man immer früher oder später Hunger, weil man auch ein bisschen die Zeit vergisst. So, was steht denn mal hinten drauf? Wir stellen uns mal ganz dumm, ne? Wir sollen den Shaker mit 167 Gramm Puder füllen, also was da drin ist, ne? Und dann mit kaltem Wasser oder Milch auffüllen und dann schütteln. Nochmal 2-3 Minuten stehen lassen und dann nochmal schütteln. Versteht jeder, oder? Es gibt dann hier außen zwei Markierungen, bis wohin man das Puder aufschütteln soll. Ja? Also einmal hier die untere Markierung, die ist für normalen Kalorienhaushalt und dann die obere für mehr. Innen drin haben wir noch hier den kleinen Ball. Ups. Den würde ich übrigens vorm Wandern, bevor man irgendwie losgeht oder so, aus dem Ding hier rausnehmen oder noch irgendwas anderes mit reinstopfen, weil ansonsten hast du das Ding die ganze Zeit hinten im Rucksack, wanderst damit. Das passiert. Wasser rein, Ball rein, Deckel drauf. Darauf achten, dass alles ordentlich zugemacht ist, weil das hier war mir schon mal offen und dann, ja. Und 2-3 Minuten stehen lassen. So, während wir warten, dass es sich setzt, kann ich euch ein bisschen was über den Geschmack erzählen. Für Leute, die eher dezente Geschmäcker mögen, ist es tatsächlich super. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass beim Vanille ein bisschen stärker ist. Also man schmeckt auf jeden Fall das Vanille, es schmeckt auch gut. Aber ich hätte gern noch ein bisschen stärker, ja, sozusagen vielleicht auch noch ein bisschen süßer. Ja, ich mag das ganz gerne. Ich esse ja auch gerne mal eine Schokolade auf der Tour für die schnelle Energie. Und deshalb muss ich sagen, am besten hat mir insgesamt Blaubeere gefallen, weil das noch so am stärksten durchkommt und so ein bisschen fruchtig und frisch ist und so weiter und so fort. Es gibt es auch in Natural, das heißt, man kann es sich auch selber anmischen. Aber ich habe jetzt nichts gehabt, wo ich gesagt habe, nee, das mag ich überhaupt nicht. Ja? Oder etwas, was ich nicht gerne mehrmals essen würde. Also das ist zum Beispiel schön, dass es mehrere Geschmäcker gibt und man sich da ein bisschen abwechseln kann mit der Zeit. Ja? So, dann hat sich es jetzt gesetzt. Nochmal ein bisschen schütteln und dann probieren wir doch gleich mal, wa? Übrigens, ich habe auch keine Tüten mehr davon, die besser aussehen als das, weil die teilweise mit auf Touren waren, halb offen sind und so weiter und so fort. Ich nehme die immer mal wieder daher, aber hübsch aussehen tun die halt nicht mehr, tut mir leid. Ansonsten guckt euch mal ein Bild im Internet an oder so, da seht ihr es dann ein bisschen hübscher. Da findet ihr natürlich auch alle Angaben zu Nährwerten und sonstigen. Super, ein bisschen was zu essen und zu trinken, gleichzeitig auf die Schnelle zum Mitnehmen. Super einfach, schmeckt gut, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Kommen wir mal zum Ganzen, wie es mit dem Nährstoffhaushalt ist und so weiter und so fort. In dem Ding sind alle Nährstoffe drin, die man nur irgendwie gebrauchen kann, sagt zumindest der Hersteller. Was mich auf Tour aber natürlich viel mehr interessiert, ist der allgemeine Kalorienhaushalt. Ja. Reicht mir das Ding, wenn ich mir das morgens mache, um bis Mittag damit zurechtzukommen? Ja. Also morgens, während ich abbaue, habe ich nicht immer Lust zu kochen. Also schnell mixen, beim Zusammenpacken ab und zu mal draus trinken. Und dann bis mittags erstmal seine Ruhe haben mit Essen. Und das klappt. Das klappt sogar sehr gut. Ich habe das ausprobiert. Ich habe mir dann später ein bisschen stärkere, ja, ein bisschen mehr Pulver reingemacht als sonst, damit das noch besser funktioniert. Aber bis mittags hatte ich immer meine Ruhe und ich bin satt. Die Kalorien sind gedeckt. Ich fühle mich fit. Also alles super. Im Prinzip ist das ja so eine Art kleines Trinkmüsli. Ja, das ist halt so, als wenn du dir
zum Beispiel Notnahrung, ja, mit Wasser anmischen würdest oder so zu so einer Art Brei oder so, es ist halt sehr viel Nuss drin. Für Nussallergiker natürlich nicht so toll, ja. Und Haferflocken, gemahlene und solche Geschichten. Deshalb genug Energie ist auf jeden Fall da. Ich habe es ja benutzt auf meiner Survival-Outdoor-Tour im Harz, ja, im meterhohen Schnee bei Minusgraden. Habe ich mich nur davon ernährt und ein bisschen Schokolade hier und da. Und auf jeden Fall hat es super funktioniert. Das heißt, wem würde ich das empfehlen? Ich würde das fast jedem empfehlen. Ich würde es aber niemandem, glaube ich, als Hauptnahrung empfehlen. Nicht, weil man es nicht machen kann, sondern weil es ein bisschen zu langweilig ist, auf Dauer immer nur Trinkmüsli in dem Sinne zu haben. Ja? Ich würde es als gute, kompakte, relativ günstige Lösung fürs Frühstück einfach machen. Ja? Und so werde ich das auch in Zukunft machen, immer mal wieder eine, zwei solche Tüten auf Mehrtagestouren dann natürlich mitnehmen und das dann immer morgens zu mir nehmen. Ja? Abends irgendwas kochen und mittags was on the fly essen, wie jetzt zum Beispiel ein Stück Schoki oder wenn man noch eine trockene Wurst hat oder sowas essen. Ja? Und so ist das eine sinnvolle Ergänzung meiner Meinung nach für Wandern, Trekking, aber natürlich auch für Bushcraft-Touren und. Ja? Kann ich also in dem Sinne nur weiterempfehlen und 9 Euro für so ein ganzes Paket, das ungefähr 2000 Kalorien hat, ja, also das ganze Paket, 2220 um ganz genau zu sein, ja, also einen normalen Tagesbedarf. Beim Wandern hat man eigentlich ein bisschen mehr Tagesbedarf, ich nehme aber keinen erhöhten Bedarf tatsächlich mit, wenn ich wandern gehe, ja, dann nehme ich halt ab, aber who cares. Und ich finde es schön, dass man hier alle Nährstoffe hat, dass es bio ist, dass es ja sogar vegetarisch ist in dem Sinne und ja, was will man mehr? Eine Sache gibt es noch, die muss ich erwähnen, die negativ ist. Das gefällt mir auf Tour nicht ganz so gut. Und zwar, dass diese Beutel, also das Rausschütten ist am Anfang relativ einfach und später wird es ein bisschen schwieriger und so. Ja, ich sag mal so, man kann sich ja theoretisch, ich habe zum Beispiel auch noch so Proteinsachen zu Hause und so solche Plastiklöffel einfach einen mitnehmen auf Tour und dann hat man das Problem nicht. Ich weiß nicht, wie man das sonst lösen könnte, aber es ist so das einzig Negative, was mir wirklich aufgefallen ist an dem Produkt. Und das würde ich jetzt nicht mal als wirklich negativ bezeichnen. Kommt ein bisschen drauf an. Ich habe halt schon mal ordentlich was daneben geschüttet aus Versehen. Gut, vielleicht war es auch meine eigene Blödheit. Ja, für weitere Angaben und weiterführende Links zum Kaufen, Informieren etc. etc. findet ihr natürlich unten in der Beschreibung, so wie es da auch immer eine gesamte Auflistung von meiner Ausrüstung überhaupt gibt. Schaut da gerne mal rein. Teil mir doch mal deine Meinung über solche Trekkingnahrungen mit, beziehungsweise was du überhaupt für Trekkingnahrungen nutzt. Ob du solche blauen Track and Eat benutzt oder einfach morgens dir was selber anrührst. Ja, es gibt ja auch Leute, die mischen sich die Müslis mit Milchpulver und so zusammen. Da will ich euch auch noch ein bisschen schlau machen. Da würden mich mal einige Inputs von euch interessieren. Gerne mal damit in die Kommentare. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir noch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Trekking-Videos und Outdoor-Reviews mehr. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss.